Ihr lieben Krebse, eure Botschaft für das Kollektiv der Krebse mit gesprungenen Karten. Die Karten sind von den Naturflüsterern. Was darf ich dem Kollektiv der Krebse mitgeben? Okay. Liebe Krebse, irgendwie zeigt sich was in eurem Leben, was sich vielleicht unstimmig anfühlt. Ihr habt das Schicksalskreuz in der Mitte liegen. Das sind immer auch so ein bisschen Situationen, die von außen kommen, die man sich selber nicht, die man selber nicht herbeiführt. Vielleicht zweifelt ihr an einer Situation. Oder ihr könnt jetzt Zweifel aus der Vergangenheit beseitigen. Hier geht es entweder um euch selbst oder aber um ein Gegenüber. Ja, vielleicht fühlt ihr euch so im Familiensystem ein bisschen fremd, falsch. Vielleicht läuft Familie etwas falsch. Vielleicht habt ihr immer wieder Hindernisse, immer gleiche, die ihr schon aus den Familienkonstellationen kennt. Vielleicht seid ihr jetzt gerade im Moment auch besonders misstrauisch, weil sich irgendetwas zeigt, was sich für euch nicht stimmig anfühlt. Ich habe so ein bisschen schicksalshaftes Ausgebremstsein. Es kann auch sein, dass man hier Beziehungen hinterfragt, Menschen auf den Weg kriegt, bei denen das Thema Vertrauen wichtig wäre. Was jetzt sehr speziell ist hier bei euch, liebe Krebse, ihr habt hier die Möglichkeit, etwas, was euch lange gequält hat oder was auch lange wie so ein Kreuz zu tragen war, das Kreuz ein bisschen leichter zu machen. Also die Maus nagt hier am Karma-Kreuz. Das heißt, etwas wird erleichtert. Eine karmische Situation kann sich verändern. Etwas, was sich lang als Hindernis gezeigt hat, wird einfacher. Ich kann hier speziell tatsächlich auch in einer bestimmten Bindung zu einer bestimmten Person sein, also einem speziellen Gegenüber, einem Partner oder ebenso diese hausgemachten eigenen Zweifel. Ihr habt hier die Blumen, das ist schon mal wunderbar. Da handelt es sich in dieser Konstellation natürlich auch um schicksalshafte Geschenke, vielleicht auch um schicksalshafte Begegnungen. Was ich ja auch sehe, lasst euch eure eigenen Zweifel nicht zum Hindernis werden, ne? Für die einen oder anderen könnte es jetzt hier so sein, dass sie spüren, dass sie sich in irgendeiner verstrickten Situation befinden, ne? Dass sich irgendwas aus dem Familiensystem wiederholen könnte. Ja, es geht um euch selber, um eure Mutterfigur, um euer eigenes Vater- oder Muttersein. Es fühlt sich hier noch ein bisschen verstrickt an und das spürt ihr auch. Und zugleich habt ihr hier die große Chance, eine Wende reinzukriegen. Hier haben wir den Neubeginn, auch vor allem in der Liebe. Vielleicht öffnet ihr euch wieder für Dinge, die mit Liebe zu tun haben, die mit Partnerschaft zu tun haben. Hier sieht man natürlich auch Verlustthemen aus der Vergangenheit, ne? Die euch vielleicht so ein bisschen in die Haltung gebracht habt, ich traue mich nicht mehr raus, ich mache nichts mehr, ich mach zu, dann werde ich auch nicht so verletzt. Und jetzt kommt hier so dieser Drang, doch auch mal wieder was zu harmonisieren, etwas zu erleben, was sich nach Wohlfühlen
anfühlt. Es kann ja auch sehr gut sein, dass es hier mit um deine Kinder geht, dein eigenes inneres Kind. Die ein oder anderen begeben sich hier auf eine schicksalshafte Reise. Das finde ich sehr spannend. Das Ausland könnte hier ein Thema sein. Kontakte mit Leuten, die von weiter her kommen, die hier eine Aufklärung mitbringen oder bei denen sich hier eine Verstrickung zur Harmonie auch löst. Ich glaube, wenn ihr diesen Prozess da, das Kreuz abzulegen, das auch mit Partnerschaften zu tun hat, zum Beispiel, dann könnt ihr richtig durchatmen. Es steht euch da nicht selbst im Weg. Ihr kommt weiter, ihr könnt euren Träumen folgen. Die einzigste Warnung, die ich hier drin habe, lass dich nicht von irgendwas blenden. Ne? Hier steht das Blenden gegen deine Zweifel. Und doch darfst du auch nicht immer nur dieses Ding haben, dass andere dich blenden wollen. Ne? Es kann hier auch so sein, dass sich eine Partnerschaft ankündigt, bei der man bisher nur so diesen unverbindlichen Touch hatte, dass sich da was stabilisiert oder zu deinen Gunsten wendet. Eventuell bist du hier aus der mit dir selbst konfrontiert und das macht dich unsicher. Und du darfst hier deine eigene Integrität überprüfen. Wo können andere an deinen Fäden ziehen? Wo nicht? Wo bist du Marionette? Oder mit was an sich bist du integer, du selbst ohne den ganzen Familienschwanz hinten dran, nenne ich es mal. Erlebe eine Wiedergeburt, ne? Werde neu geboren. Das ist so klasse, denn hier liegt der Neubeginn, das Kind, das man wieder von neuem großzieht und auch dieses, ich lasse etwas komplett hinter mir, um neu geboren zu werden. Das ist schon sehr speziell, aber ich freue mich für euch und mache positive Dinge. Gucke nicht so viel auf Negatives, auf Zweifel, auf etwas, was dir Unsicherheit ins Leben bringt. Klasse, echt. Ihr könnt ja euch fühlen wie neu geboren, wenn ihr hier durch seid. Guckt mal. Vorsicht tut Not. Schau dir die Situation genauer an, bevor du weitermachst. Hier haben wir den Fuchs, ne? Der ist immer auch so ein Bote von. Schau genau hin, guck deine Zweifel an oder etwas fühlt sich unstimmig an, kläre auf, was es ist. Und du wirst ja aufgefordert, vielleicht auch eine Situation nochmal zu reflektieren. Denn du kannst hier in eine Situation kommen, ja, in dieser Neugeburt, dieses Neubeginns, in der du überhaupt nicht mehr zweifeln musst, sondern da fließt die Energie wieder freier. Sehr speziell bei euch. Nutze deine Gaben und Talente, um irgendetwas zu machen, aus dem du einen Mehrwert kriegst, also als es sich dann so als Geschenk für dich entwickelt, aus dem du was kreieren kannst für dein Leben. Ich habe Versuche etwas Neues, also gehe hier mal neue Wege, probiere Dinge, die du vielleicht noch gar nicht so umgesetzt hast, obwohl es eine Gabe von dir ist. Dann habe ich das Zeitkarte, nicht Zeitkarte, die heißt sehr bald. Wenn du hier irgendwelche Fragen hast, dann wird sich das Ereignis bald erfreulich ergeben. Und ich darf dich daran erinnern, dass du großzügig teilen darfst, was du hast. Ob das jetzt Geld ist, Zeit oder ein Talent. Mach auf jeden Fall positive Dinge und teile das mit anderen. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis bald.